So. Läuft im Moment. Läuft echt gut. Die zwei Farmer müssten hier jeden Moment kommen. Da sind sie schon. Perfekt. Jetzt haben wir aber noch zwei rekrutiert, ne? So, einer hat auf jeden Fall schon mal einen Bogen. Ich denke, den nächsten holen wir dann hier als Handwerker. Dann können wir nämlich die Katapulte so langsam bauen. Auch die sind ja wichtig. Vor allen Dingen halt gegen die Massen. Brauchen wir die auf jeden Fall. Und die Holzwand hier, die hält auch... Ja, guck, du bist ein Idiot. Ich hab's genau gewusst. Mann. Ich hab's genau gewusst. Du bist eigentlich jetzt hier... Ja, schäm dich. Schäm dich. Jetzt kriegen wir kein Gold. Jetzt können wir... Nein, jetzt läuft der weg. Shit. Happens. Jetzt haben wir keine Goldannahme. Im Moment. Die hier haben wir auch nichts mehr. Wow. Ich bin pleite. Wo ist das Hartz-IV-Formular? Wer hat's geklaut? Zählt ein Pferd eigentlich als sowas wie ein Gefährt? Warum fahren die Leute eigentlich nur noch Auto? Man könnte doch reiten. Stellt euch mal vor, jeder würde reiten. An der Ampel stehen mit dem Gaul. Wie blinkt man dann, rechts oder links? Na, da kann man sich schon irgendwas einfallen lassen, bestimmt. Kriegen die so einen Helm auf mit Blinkern an der Seite? Das wäre doch geil. Ich glaube, ich muss mal Patent anmelden. Das ist eine gute Idee. Das stelle ich dann in der Höhle des Löwen vor. So, was ist denn mit euch hier? Wart ihr schon fleißig? Nee, wart ihr nicht. Wofür habe ich euch denn überhaupt eingestellt? Jo, wir sind pleite, kriegen kein Gold. Und unsere Bogenschützen haben keinen Bock. Ist immer das Gleiche. Muss ich hier auf das Getreide warten, ne? Das ist doch Mist! Die Farm hat einfach zu viel gekostet. Glaube ich. Ja, die hier, die fangen nichts. Nicht mal ein Hase ist hier unterwegs. Nix. Hm. Ich würde sagen, wir haben ein Problem. Ich muss wahrscheinlich jetzt rausrennen und gucken, dass wir irgendwo einen Schatz finden. Weil ansonsten stehen wir noch 12 Tage hier und haben nichts. Kein Wasser, kein Brot. Nur Getreide. Das wir nicht verarbeiten können, weil wir keine Mühle haben. Aber es bringt Gold. Oh! Ein Gold. Das müssen wir jetzt richtig gut investieren, glaube ich. Ein Gold. Ich würde sagen, damit fällen wir Bäume. Ja? Dann machen wir wenigstens was mit. Naja, in der Nacht können wir zumindest noch ein bisschen hier mit dem Pferd tanzen. Ah, da kommen schon die Schädeltypen. Ich hoffe, dass auf der anderen Seite die Wand hält. Da, mach mal den Baum hier weg. Komm. Tu was für dein Geld.
Du lebensmüder Handwerker. Er muss schon lebensmüde sein, wenn man mit dem Hammer auf den Baum haut, so lange bis er umfällt. Ja. Komm hier, nächster. Aus einem Gold haben wir zwei gemacht. Also wenn das immer so ist, dann gehe ich ab morgen nicht mehr arbeiten, sondern ich gehe mit dem Hammer auf Bäume hauen. Mach dann aus einem Euro 2 Euro. Das ist ein gutes Prinzip, glaube ich. Wenn das funktioniert, dann gibt es bald keine Bäume mehr, weil jeder mit dem Hammer drauf haut. Ah, perfekt. Jetzt haben wir wieder 4 Gold. Wow. So, was machen wir? Jetzt ist vielleicht das Getreide wieder. Komm, ihr habt doch jetzt Kohle, ne? Juhu! Goldregen! Okay. So, jetzt müssen wir das Gold gut investieren. Also wir haben eben einen Typ verloren. Den müssten wir jetzt eigentlich zurückholen, aber eigentlich müssten wir hier auch so langsam mal eine Steinwand draus bauen. Ja, komm, mach das. Wir haben im Moment genug Gold. Ist egal. Ja, hier kommt halt auch kein Wild mehr rüber, ne? Da müssen wir schon wirklich jetzt hier weiter nach vorne brechen. Aber wenn ich hier wieder jemanden hinschicke, dann verrückt der wieder. Ich weiß es doch. Ist doch immer das Gleiche. Das hier ist einfach zu weit draußen schon, damit wir jetzt noch 2 Leute holen. Oh. Das macht mich wahnsinnig. Dass wir hier keine Wand haben. Hier gibt es bestimmt eine. Müssen wir noch 2 Bäume fällen. Den hier machen wir am nächsten Tag. Weil es wieder morgen ist, weil die Nacht vorbei ist, gehen wir direkt los. Fällen da hinten die Bäume und dann bauen wir auch da direkt eine Wand auf. Und die wird aus Stein. Da bin ich mir sicher. Ja komm, da können wir gerade hier warten, bis die Nacht vorbei ist. Dauert ja Gott sei Dank einfach viel zu lange. Ist noch bewölkt, regnet. Aber wir haben ja eine Krone auf. Die Krone ist bestimmt... Die ist bestimmt regenabweisend. Wasserabweisend. Ist, glaube ich, der richtige Begriff dafür. Ja, sonst ärgere ich mich immer, dass der Tag zu kurz ist und jetzt ist mir einfach der Tag zu lang. Ja, jetzt beginnt es wenigstens. Aber wir haben echt viele Bogenschützen, ne? Hier steht wieder so ein Geisteskranker. Hier. Du bist hart. Komm rein. Ich glaub dir das ja. Ich bin viel härter. Guck, ich bin viel weiter draußen. Hehe. Da kommen sie. Feuer! Leute, schießt doch die eigene Wand. Ihr müsst die Viecher da abschießen. Oh, da ist ein Stein rausgefallen. So, let's go. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Boah, es ist wirklich weit, ne? Baum wegmachen. Den hier auch noch. Den können wir nicht wegmachen. Verdammt! Müssen wir warten, bis der hier da ist. Ah, da ist er schon. Schau an, der ist wirklich schnell unterwegs, ne? Geil wäre natürlich auch, wenn man irgendwie Pferde irgendwo finden könnte, dass wir hier so Leute auf die Pferde setzen. Ja, lauf. Ach, Leute, läuft der wieder weg? Wo läuft der denn hin? Warum können wir hier keine Bäume wegmachen? Egal. Hier muss jetzt eine Wand kommen. Komm schon. Erdhügel. Komm schon. Erdhügel. Hier hinten dran. Yes!
Hättest gar nicht weglaufen müssen. Ich hab's dir gesagt. Aber nee, du wolltest ja nicht hören. Wo sind deine Kameraden? Die können dir doch helfen. Die machen doch im Moment eh nichts. So, mach du die Wand mal. Ne, da können wir auch direkt die nächste Wand machen. Da ist doch einer. Perfekt. Zu zweit seid ihr doch viel schneller. Habt ihr das endlich gemerkt? Ich glaube, das dauert zu lang. Ah, ich riskiere es, komm. Ich riskiere es und renne einfach mal weg. Wenn ihr sterbt, ist mir egal. Ich bin nicht da. Ne, wir haben ja noch einen Ritter. Der Ritter, der regelt das. Vielleicht. Hoffentlich. Ja, doch, ich glaube schon. Außerdem dauert der Tag ja noch relativ lang an. Hier gehen wir noch ein bisschen Gold kassieren. Ah, das war eine gute Idee mit der Farm. Und hier rechts, die Boys haben bestimmt auch noch Zeug dabei. Wieso steht ihr denn so weit hinten? Oh, 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 das... Da klingelt's im Geldbeutel. Hehe. Sehr schön. Oh, hier sind wieder Hasen. Aber jetzt haben wir einen... Jetzt haben wir einen Sack voll. Jetzt können wir auch hier... wieder richtig zur Sache gehen. Und zwar werden wir einmal, machen wir hier noch einen Bogen, machen wir hier noch einen Hammer und dann machen wir hier die Katapulte. Zack. Thema erledigt. So, die Steinwand müsste ja mittlerweile stehen. Ich meine, sie haben ja lang genug Zeit gehabt. Da kommen sie außerdem schon angerannt. Jo, das passt. Das ist doch schon mal gut. Das hat gut funktioniert. Habe ich das Gefühl oder ist es Blutmond? Ja. Hoffentlich wird das hier nicht so haarig. Ey, 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 ey. Ohne Katapult, Blutmond. Der Ritter wird wahrscheinlich nur da stehen und zugucken. Du könntest mal für deine Königin sterben. In den Krieg ziehen. Nee, Ehre gibt's nicht. Ja, Blutmond, an dem nichts passiert, oder was? Ist ja geil. Find ich gut. Jetzt kommt auch nichts mehr. Hoffe ich. Ja, nee, nee, ist vorbei. Dann können wir neue Rekruten holen gehen. Einwandfrei. Die könnten wir eigentlich auch noch zu Farmern machen. Wenn wir dann nämlich noch zwei Farmer. Oh, hier sind schon drei Leute jetzt. Ist ja geil. Da gehen wir gerade noch ein Stück raus. Komm. Der Tag hat gerade begonnen. Wir sind schnell unterwegs. Da ist ein Schatz. Vielleicht finden wir noch das Pferdchen hier, das schwarze. Das nehmen wir dann gerade mit. Oh, hier ist ein Portal. Oh, da haben wir echt, da haben wir aber noch ein gutes Stück vor uns, ne? Damit habe ich jetzt eigentlich nicht gerechnet, dass das noch so lange dauert. Das scheint hier doch schon etwas größer zu sein. Ohne Portal müssen wir immer laufen. Oh, den ganzen Weg hier immer laufen. Ich habe ja gar keine Geduld für sowas. Ja, wo rennen die denn rum? Ah ne, so weit draußen sind die ja gar nicht. Haben wir auch noch hier zwei, drei Bäume weg. Ah, da kommt noch schon das Katapult. Sehr gut. Ja, das Schiff will ich noch nicht investieren. Das weiß ich nicht. Nee. Lohnt sich einfach noch nicht. Wir könnten hier so langsam das Upgrade machen. Wir haben zwei Bogen. Der eine hat einen Hammer geholt, glaube ich, ne? Ja. Oder? Kommt da noch jemand? Ne, kommt keiner mehr.
Okay. Ihr habt vielleicht noch was. Jo, die sind sehr fleißig. Jetzt bezahlt sich das Ganze auch aus. Haben wir vielleicht halt 2 Tage verloren oder was, aber... Alter Schwede. Hier rechts geht's aber richtig ab, ne? Oh, hier müssen wir... Hier müssen wir reparieren. Ja, ja. Müssen wir auf jeden Fall reparieren. Ja, die machen das schon. Die regeln das. Da müssen wir dann auch die nächstgrößere Wand am besten bauen. Am nächsten Tag. Ja, die sind ja doch schon hier... Hier sind ja schon 2 Ziegel rausgefallen. 2 Steine, das... Finde ich nicht so cool. Und unser Goldtöpfchen ist voll. Und rechts sind wir gar nicht so weit draußen wie links. Merke ich gerade. Komm, ein bisschen Gold investieren. Weil was können. Und weil was brauchen, vor allen Dingen. Rechts müssen wir die Wand jetzt upgraden. Stehen zwar noch jede Menge Leute. Die sind auch sehr fleißig. Die will ich nicht verlieren. Da müssen wir auf jeden Fall die Wand upgraden. Oder wir gehen noch ein Stück vor. Genau, wir machen hier die nächste Wand. Die nächste Mauer. Und dann bauen wir hinten dran einen Turm. Da. Da bauen wir einen Turm. Dann sind wir rechts, glaube ich, sehr, sehr sicher. Dann brauchen wir auch eigentlich gar kein Upgrade mehr zu machen. Hier kommt auch nichts die Nacht, wie es aussieht. Jo. Aber eigentlich brauchen wir gar keinen Turm, ne? Und eigentlich nur hier die Wand. Da ist halt auch wieder ein kleines Stückchen zumindest mal. Aber wir sind auf dem richtigen Weg, habe ich das Gefühl. Müssen halt hier nur auf Nummer sicher gehen immer. Machen wir auch direkt 2-mal das Upgrade. Dann haben wir rechts auf jeden Fall schon mal Ruhe. Ja, und die sind ja echt fleißig hier. Die jagen ja endlich mal. Hat ja auch lange genug gedauert. So, und dann können wir es, glaube ich, bald riskieren. Ne, wir gehen erst noch ein paar Leute holen. Und dann können wir es, glaube ich, bald riskieren, wenn wir dann noch 2 Ritter haben. Dann schicken wir die mal link. Ne, oder? Sollen wir? Sollen wir nicht? Ich weiß nicht, ob ich die schon rausschicken soll. So. Gehen wir mal noch gucken, ob wir hier noch Leute finden, die wir mitnehmen können. Auf jeden Fall hier das Upgrade. Ich glaube, hier rechts waren auch noch... Ja, da sind noch welche. 4 Stück? Nice. So, 2 Bögen haben wir noch drüben und ein Farmer. Das heißt... Ich mach mal noch einen Bogen dazu. Davon kann man nie genug haben. Aber ich glaube, das war der Fehler in dem alten... Oh, was... Also hier können wir einen Turm bauen, genau. Ja, will ich aber nicht. Das war, glaube ich, der Fehler, den ich früher immer gemacht habe. Ich habe einfach zu wenige Bogenschützen gehabt. Und ich habe mir überlegt, ich übertreibe es jetzt einfach mit Bogenschützen. Dann kann auch nichts schief gehen. Ich meine, wir brauchen einfach eine Armee. Wir brauchen noch... Oh, wir haben alle 4 Bogen... Ja, ja, die habe ich ja eben voll gemacht. Das habe ich ganz vergessen. Hey. Ja, dann können wir auch Ritter machen, ne? Dann können wir sogar insgesamt 3 Ritter auf jeder Seite machen. Das ist ja cool. Wieso hast du meine Kohle jetzt eingesammelt? Oh, den können wir füttern hier. Ja? Was bringt das? Was hat er jetzt da gemacht? Wo ist er denn jetzt hin?
Jetzt bin ich überfragt. Das habe ich ja noch nie gesehen. Da haben wir was Neues rausgefunden. Jetzt hat er sich da eingeschlossen. Aha. Dann bin ich gespannt, was da gleich bei rauskommt. Aber wisst ihr was? Ich glaube, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. So machen wir das. Also, freut euch drauf, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.